Ja, hi, willkommen zu einer Spezial-Overwatch-Folge, weil ich habe das letztes Jahr gar nicht gezeigt. Ich kommentiere das übrigens nach, als ob ihr Fragen aufkommen, weil ich hatte da kein Headset angeschlossen. Ja, das hier ist Lucio Ball, das gibt's wohl jetzt jedes Jahr zu den Sommerspielen. So schnell kann das gehen. Ja, und ich dachte mir, es war eine ganz gute Folge. Es hat wirklich 10 Minuten nachdem die Sommerspiele angefangen haben, geklappt sogar, dass ich das aufnehmen konnte. Und hey, es ist immerhin besser als nichts, oder? Ja. Es macht mehr Spaß als letztes Jahr, muss ich zugeben, weil letztes Jahr war es echt ein bisschen angebalanced einmal. Fähigkeiten wurden angepasst, man kann gegnerische Spiele nicht mehr wegschubsen, sondern man kann wirklich nur noch den Ball schubsen. Es gibt eine neue Map momentan, also hier seht ihr Rio de Janeiro und dann gibt es noch neues Sydney. Das ist in Australien. Das ist eine Nachtmap, Sydney. Habe ich auch schon gespielt, aber ich muss zugeben, Rio gefällt mir fast ein bisschen besser. Kann mich aber noch nicht ganz genau entscheiden. Naja, auf jeden Fall, ihr seht's ja. Das war das erste Mal seit einem Jahr, dass ich das wieder gespielt habe. Also erwartet nicht irgendwie die Ultra-Bestleistung von mir. Aber wie ihr seht, das macht echt gut Fun. Und hey, ich habe sogar ein Tor gemacht irgendwie. Hat funktioniert. Wie ihr seht, stehen euch der Speedboost zur Verfügung, dann die Druckwelle und man kann den Ball eben mit der Faust schlagen. Ja, das ist erlaubt. Und jeder spielt halt immer als Lucio. Ich weiß auch, letztes Jahr gab es einen Bug, da konnte man als andere Helden spielen. Und ja, ich glaube gar gegnerische Spieler töten, das war natürlich dann scheiße, ne? Ach so, und die Ulti ist kein A. Genau, hier seht ihr die Ulti. Man wird deutlich schneller. Die Abklingzeit der Druckwelle hier wird reduziert. Ich glaube, die Abklingzeit der Beschleunigung ebenfalls. Also ja. Ist immer so. Ja, da passt jeder auf wie ein Schlosshund, wenn man so möchte, wenn einer die Ulti zündet, weil es kann mich echt schnell zu einem Tor führen. Deswegen immer schön den Ball rumgammeln. Und, oh mein Gott, ja. Das lief aber fein. Hätte ich nicht gedacht. Und ja, ich weiß es gar nicht mehr, wie das Spiel verlief. Deswegen, ich bin quasi auch Zuschauer und kommentiere das einfach live mit. Leider muss ich zugeben, hatte ich bisher kein wirkliches Glück bei den Lootboxen. Außer dem Mercy-Skin habe ich noch gar nichts raus. Ich muss mir sogar meinen einen Tracer-Skin kaufen, weil ich hatte einfach keinen Bock da drauf zu hoffen, dass ich den ziehe. Aber ich habe ihn endlich. Das Debakel vom letzten Jahr ist ausgebügelt. Ah. Am Ende dieser Folge habe ich übrigens noch ein besonderes Schmankerl für euch, und zwar habe ich noch was aufgezeichnet. Ich hatte nämlich eine besondere Lootbox von meinem Twitch Prime-Abo und das seht ihr dann später, ja. Muss zugeben, manchmal kann ich die Druckwelle nicht ganz nachvollziehen, wie und das überhaupt funktioniert, aber meistens funktioniert es ziemlich gut. Uiuiuiuiui, und nein. Naja, wir führen ja 3-1, also demnach sollte es voll okay sein. Man merkt, ich bin kein so ein hardcore krasser FIFA-Fußballspieler, weil ich fluche viel zu wenig und beleidige die als Hurensöhne und was weiß ich und
Ja, ich spiele eigentlich gar keinen Fußball, aber das hier ist cool. Na, oh no. Seht ihr, das meine ich. Das kann ich irgendwie nicht ganz so nachvollziehen, aber ich glaube, ich war einfach out of range, würde ich mal sagen. Ja. Das war ja ganz nett. Die Siegespose ist halt echt cool gemacht. Der Winterlosier hat das Highlight. Vom Tor aus, oder? Nein, ey, Alter. Schön. So, dann kommen wir dann direkt zu dem besonderen Schmankerl, das ich euch versprochen habe. Und zwar hatte ich bei meinem Twitch Prime-Abo einen Code bekommen. Für diesen Code habe ich eine goldene Loot-Chest bekommen. Und die habe ich jetzt schon ewig auf der Festplatte rumfliegen. Deswegen wird es Zeit, dass ich die endlich mal im Video mitpacke. Und ich glaube, hier ist die beste Gelegenheit. Also, bam. Da wären wir in der Vergangenheit quasi. Da war das noch gar nicht mit dem Sommerspielen. Da ist das Ding. So, machen wir mal auf. Es ist immer ein garantierter legendärer Skin drin. Und bei mir war es der Erinnere Genji. dich an diesen Augenblick. Ja, ich muss zugeben, ich spiele ja nicht wirklich viel Genji, aber hey, Hauptsache haben, ne? Und das war's schon für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.